Kommt nochmal YouTube-Kommentar im Real Life? Ey, das ist Irats. Oh mein Gott. Kommt das oder nicht? Ey, warte mal, mit dem muss ich ja ein Foto machen. Ich frag jemand anders. Nein, ey, ich bin zusammen. So, und ich sag's jetzt noch einmal, ja? Keine Yannicks heute! Ich muss jetzt auch einmal ein Kompliment da lassen, ja? Du kannst das echt immer besser, rein menschlich auszusehen und zu wirken wie ein absoluter Psychopath. Top. Hey. Kann ich dir mal was verraten oder ist gerade schlecht? Ich vermisse die alten Zeiten. Welche alten Zeiten? Ja, einfach früher. Ich vermisse die alten Zeiten von früher. Es war einfach anders. Es ist irgendwie nicht mehr so, wie es war vorher zwischen uns. Ja, zwischen uns? Ja, auch zwischen uns. Findest du nicht, dass es sich verändert hat? Ich kenne dich gar. Wie heißt du überhaupt? Raschat. Mein Name ist Irats. Schön, dich kennenzulernen. Lass uns die Zukunft zusammen ändern, okay? Ich kenne dich gar nicht. Deswegen werden wir uns jetzt kennenlernen. Bist du dabei? Willst du mich kennenlernen? Ich habe leider keine Zeit, tut mir leid. Alter, krieg ich einen Schluck Wasser? Hab leider nicht. Man wechselt sich, ciao. Hallo, machen Sie auch so Streifen? Streifen lackieren? Ja. Ich würde so kleine Herzen. Ja. Also ich würde für umsonst. Ich möchte gerne matt lackieren und dann so kleine Herzchen in weiß. Ich würde für umsonst. Wie umsonst? Ohne Geld. Nein, nein, wir arbeiten nicht Geld. Geh mal zu einer Frau und sag, dass sie wie dein Vater aussieht. Das wäre so nice. Einfach so eine Idee, die ich hatte. Okay. Ciao. Such dir einen Parkplatz? Ja. Ich hab schon einen. Schön. Viel Glück, ja? Sorry, ganz kurz. Ja, was ist denn? Mit deinem Aussehen kannst du mit jedem Spruch jede Frau klären. Ja, aber ich habe in 3 Millionen, ich habe in TikTok, das meine ist in Pin. Das TikTok gelöscht gemacht, diese Leute. Aber TikTok ist jetzt zu. Du hast Titaneier aus Stahl. Ja, nochmal wieder, ist ein neuer. Ich hab. Neue Eier? Ja, ja, das neue ist in TikTok dabei. Okay, neue, ja. Ich habe in 3 ist ein Clip gemacht. Aus Titan noch, oder? Titan? Titan, was ist das? Titaneier? Nein, nein. Keine mehr jetzt? Nein, nein, nein. Okay. Ja, aus, alles Gute trotzdem, ja? 3 Millionen ist alles okay. 3 Millionen Eier? Ja. Okay. Danke dir, ciao. Bitte. Wie heißt ein russischer Baum? Dimitri. Sehr gut. Sauber. Mach. Wegen Tri. Ja, ist echt nicht schlecht, ja. Mach Karriere damit. Was? Du brauchst einfach eine Filmrolle. Eine Rolle im Film? Ja. Also. Weißt du warum? Warum? Du bist der deutsche John Wick. Fandst du den wirklich lustig? Ja, oder? Fand ich echt gut. Ja, korrekt, danke dir. Ich muss darum, war dir jetzt gerade erst eingefallen? Ja. Ja, mega. Ja. Danke. Soll ich noch ein? Ja, ich würde näher, ich würde jetzt gucken, dass du vielleicht andere Leute testest, weil der kommt jetzt bei jungen Leuten sogar. Frag mal so jemanden über 80, die das auch lustig finden. Okay. Weil die können auch oft kein Englisch. Entschuldigung, ist da jemand über 80? Was ist das für ein entspanntes Gefühl? Das ist Gymtastic. Kennst du Gymtastic? Nein. Und Massagepistole. Willst du mal ausprobieren? Du hast hier 6 verschiedene Stufen. Es ist für jeden was dabei. Du kannst dich selbst massieren, kannst deinen Partner massieren. Du hast schon mal Sport gemacht? Ja. Für Sportler auch sehr gut. Gegen Verspannung. Kann auch Schmerzen lindern. Probier's mal aus. Ist schon gut an. Ist schon gut, oder? Entspannend. Es ist sehr entspannt. Es gibt viele solche Massagepistolen, aber die meisten haben einfach nur so diese Standardköpfe. Diese Köpfe kannst du wechseln. Warte kurz. Ich habe hier zufällig was dabei. Es ist reiner Zufall. Ich habe diese Tasche gefunden. Das ist ein komplettes Set. Da hast du ganz viele verschiedene Aufsätze. Du hast sowas. Du hast einen weicheren. Dann gibt's den. Den empfehle ich sehr, wenn du dich an der Wirbelsäule ein bisschen massieren willst. Und das hier ist was sehr Spezielles. Das gibt's nämlich bei keiner anderen Massagepistole. Das ist ein Wärmekopf. Den kannst du auch aktivieren. Jetzt stecke ich ihn rein. Während wir gerade reden, erhitzt sich dieser Kopf. Spürst du diese Wärme?
Ja. Spürst du, wie die Wärme in dein Bein kommt? Wir haben uns gerade hier verteilt. Die Wärme verteilt sich überall in deinem Körper. Sie ist in dein Bein. Sie geht durch deine Kniescheibe in dich hinein. Ich sehe, das Ganze gefällt dir. Deswegen habe ich was für dich. Ich werde dir dieses gesamte Set, ich werde es dir verschenken. Wenn du jetzt zu Weihnachten bestellst, hast du 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ansonsten 30 Tage. Falls es auch für deine Familie, Freunde oder so interessant ist. Mit dem Gutscheincode NAHRMAL bekommst du 80 Euro Rabatt. Allein der Wärmekopf kostet normalerweise schon 50. Okay, und du fragst dich jetzt, okay, aber war das schon alles? Ist das alles, was du mir zu bieten hast, Iratsch? Nein, ich habe noch etwas. Mit dem Code NAHRMAL bekommst du außerdem eins von zwei Produkten umsonst dazu. Ein Faszienball oder Loopbänder. Hört sich gut an. Das gehört alles dir. Danke dir. Gerne. Sorry, Bro, kurze Frage. Wann sieht man dich endlich mal im Kino? Oder TV? Netflix? Kino, TV? Ja, das ist ja cool. Also wann sieht man dich? Was meinst du? Spätestens über nächste Woche. Ja? Wie viel Uhr? Den schaue ich mir an. So um 12. Um 12 kommt dein Film? Echt jetzt? Nein, ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Ich auch nicht. Ist dir das nicht selbst irgendwie unangenehm? Bitte? Kannst du mir irgendwas zum Essen empfehlen? Starbucks oder irgendwas so in der Nähe? Ja, du kannst ganz gut. Da gibt es so öffentliche Toiletten. Da kann man ganz lecker Wasser trinken. Ah. Ich will gar nicht stören, aber ich habe eine Idee gehabt. Ich muss euch das sagen. Ja. Mach mal einen Prank, wo du Leute mit Nutella vollschmierst. Okay, wie geht das? Du nimmst Nutella und dann schmierst du die damit voll. Also einfach fremde Leute. Wie soll ich das denn machen? Mit deinen Händen. Aber ich habe keinen Nutella. Ich kann dir Nutella kaufen. Ja, mach. Soll ich? Okay, bleibt hier. In 5 Minuten. Komm gleich wieder, ja? Du. Ja? Du hast wirklich mehr Eier als alle mächtigen deutschen Rapper zusammen. Ich habe jetzt gesehen, Reh war schon zu eigentlich. Kann ich auch was anderes nehmen, oder? Was denn? Ich, das frage euch. Ich soll das an meine Hand schmieren und dann Leute anschmieren? Ja. Frau, wo kommst du? Ich komme einfach von hier. Warum? Muss das Nutella sein, ist die Frage. Kann ich was anderes, oder? Ja, aber nichts Ekliges so. Nein, nein, ein Teller. Ja, hol irgendwas. Okay, kein Bock auf Stress, wir gehen. Soll ich deine Faust geben? Hey, ich wollte nur Bescheid sagen, das Video ist jetzt vorbei. Hat dir gefallen? Was für ein Video? Hat dir gefallen oder nicht? Aber brauchst nicht traurig sein, jetzt kommt noch die Auflösung und genau. Da ist die Kamera. Danke dir, ciao. Mein Herz ist so. Genau, ich wollte es dir gerade zeigen. Alter, das fand ich dann doch schon sehr witzig. Das war auch eine sehr lustige, sympathische Reaktion von dir, dass du gelacht hast. Genau, das ist unser Ziel. Wir wollen einfach nur positive Reaktionen sammeln. Danke dir. Schön, perfekt, danke dir. Schönen Abend noch, ja? Ciao. Ist das okay, wenn du mit dem Video bist? Also ein Teil vom Video. Und wir haben jetzt noch eine Folge, dann nehmen wir Kommentare, die Leute bei uns geschrieben haben. Also es war, irgendeiner hat mal diesen Vorschlag gemacht bei mir. Ja. Wenn das für dich okay ist, dann bist du mit dem Video dabei? Ja, jetzt alles gelöscht. Was, warum? Diese sind die Textschreiber. Ja. Das ist gesetzlich verboten, diese sind die Singer. Ja, okay. Ich habe selber schreiben jetzt. Ja. Texte selber schreiben, selber. Ich war auf jeden Fall sehr sympathisch, wie du reagiert hast. Ja. Warst, du bist auch nett geblieben, obwohl der Witz sehr unlustig war. Ich habe dir gesagt, du siehst zu gut aus, als ein typischer Verrückter. Ja, danke dir. Und du wirst mich umbringen. Nein, nein, alles gut. Ganz gut. Kennst du mich? Nein. Ja, perfekt. Ist okay, wenn du mit dabei bist? Du warst super. Ja, alles klar. Danke dir. Ciao, schönen Abend. Tschüss. Hier, schöne versteckte Kamera. Wo? Da siehst du den Typen? Ja. Ira TV. Das ist der, wo ich Mama erzählt habe. Ja, das ist er. Ach, das kenn ich doch sogar. Ja, du wolltest mich schlagen. Ja, das war nicht klar. Ich hab kurz Angst bekommen, ehrlich gesagt. Nein, das war Spaß. It's my life, I set my own salary. Living a dream, the alternate reality. Cash rules, that's my everyday mentality. Guess that's why all these haters are mad at me.